Gott, noch irgendwas. Er von uns will. With your pants down. Caught with your pants down. We're getting air up money. We're getting air up money. Ho! 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 And again, let's go. Hey, bro. Nigga! Yo, this is Jonel. As Jonel, nigga. I think you want to moderate your use of the word, bro. It's not fucking cool, all right? Listen, are we gonna do this or what? I'm on the fucking clock, man. Chill, baby. Get into it. Feel it. Let's go. Ho. Yo, what's wrong with you, man? Nothing wrong with me, homeboy. I'm going to build the biggest fucking building in this fucking town. The biggest. My name will go down in history. Yeah, I don't doubt that, man. What do you want? Well, I heard from a friend that we can get some real hardware. A bit like the chopper, but better, partner. Better. Yeah, I don't think I can handle any more of that shit, partner. I'm talking something seriously intense. How about a mother fucking news tank? Give it up. Nine. Come on. Come on. Nine. What are you a news tank for, man? What are you, crime fighting now? I want it. Come on, baby, you and me, doing our tank thing, just rolling like some desert storm niggas. Huh? Ooh, Chinese person. Bye bye, nigga. You fucking ridiculous, man. Hey, man. Money, is it money? Is it money you want? Here, here, have it. But come on, let's go get this thing. Come on. Come on, baby, get up. Come on. Let's go again. To the left. And we get an air out money. Come on, baby. We got air out money. Yusuf. Oh, Papa. What are you doing here? Welcome. Welcome, Papa. This is my business associate, Mr. Luis. Mr. Luis. Allah, he is the greatest technical advisor in the whole city. And this is his wife, Jaundice. Careful, motherfucker! Yes, and you know, we were just having a little creative meeting and things went a bit crazy, and I somehow lost my pants. But you know, Papa, I tell you, you're looking very well, in fact. I knew how disgraceful you were, but I didn't realize quite how shameful you were. Oh, Papa, things are not how they look. Things do not look good, son. Don't judge a book by its cover, father. That's what you taught me. When a book is called guns, drugs, hookers, and no pants, I think I don't need to read it. You know, these people, they mean nothing to me. In fact, they're just going. Go, get out. You, Mr. Lewis, take your wife, Mrs. Lewis. And may I say, madame, this is not a very appropriate way for a married woman to dress. I told them many times, father, this is a disrespectful way to dress. Do they listen to me? No, never. And you, by the way, I'll text you in about 1 minute about the tank, okay? The news tank? Shh! Go and leave right now. Don't you dare come back without knocking first. These people are a disgrace, Papa. But I tell you, moving swiftly on, you will be very proud of my plans I want to show you for the Imperial Amir Towers. I tell you, Papa, magisterial doesn't do justice to it. Ach du. Was? Ach komm. Danke. Yusuf? Really, bro? I'm coming, Dada. Just hold on. See you soon, my friend. Ach du Scheiße, die Niete wird auch noch in einem Vater gejagt, deswegen nachher. Please make a U-turn where safe. Bescheuert, ey. Ach du Scheiße, jetzt ist es bescheuert, ey. Das geht so, Alter. So ist es geil, ey. Der ist so ein richtiger, jetzt weiß ich das. Aber ich glaube, er will keine Geschenke, sondern eher, dass er sich komplett 50 Hosen umzieht. Ach ja.
Wir müssen auf jeden Fall auch noch arbeiten. Das wäre. Was? Och nee, echt. Ah, da ist er. What is that holding the tank? I must have one. It's an airframe, bro. Do me a favor, will you? Just fucking buy one, okay? No stealing. For you, Luis, perhaps. Who? Don't worry, man. I got this control. Boah, jetzt erstmal hier Ruckelabenteuer, der Tower des Todes. Ach du Scheiße. Na gut, also, man kann es auch besser optimieren. Man kann es auch sein lassen. Also wow, ja, voll die. Ach du komm. Ah. Hallo, ich hab dich getroffen, ey. Andere vielleicht. Ach komm! Hallo, also wird jetzt nicht getroffen gleich. Hallo! Ah. Jetzt. Hoffentlich ist es vielleicht irgendwie ins Wasser oder so. Wo ist das? Wo ist denn da? Wo da ist er da? Nein. Genau. No. Oh ja, genau, da sehe ich mich. Es war ja mal eine easy Mission bis jetzt. Scheiße. Mit da jemand anschießt. Dann bleibe ich mehr bis jetzt. Luis, you got it! Yeah, bro, but the cops are all over me. Haha! Good thing you're in a motherfucking tank! It's just a loose tank, bro. Who gives a shit, player? Bring her back to the fight! Just don't have an army of LCP defending your back when you do! Clear those shitheads off! Hey, I'll try. Scheiße. Tschüss. Wenn es mal von dieser, von ja genau darunter. Hier, du viele kommst, du kannst. Soll es bringen? Was erhofft er sich davon, der? Will er da welche reine Gewalt machen? Dann können wir vielleicht gut. Aber
Aber er sind nur Cops, ne? Mhm. Mission ist ja. Und ich soll was machen? Ich soll wirklich hier rumballern, ne? Erledige so viele Kopf, wie du kannst, bis sie aufgeben. Okay. Also ist tatsächlich die Aufgabe. Ich muss hier nur morden oder was? Ein Bekloppter. Okay. Oh, guck mal, für auch mal. Ist auch mal eine interessante Angehensweise. Okay, irgendwie. Was ist denn das? Was bringt denn das? Also, ich weiß, er will ja dieses, aber. Das ist doch irgendwie ein Eroberungsplan, okay, aber gut. Bringt doch irgendwie überhaupt nichts. Was? Komm an. Als ob. Also? Die anderen Missionen sind so kackearten, die ist so einfach. Lol, ist die einfach gewesen. Aber doch, das mit Mumm-Cypern, okay, das war vielleicht noch das schwierige Teil. Ja. Blinkt doch irgendwie rot. Müssen wir weiter mitfahren? Dann nicht, okay, nee. Wir haben ganz vor, wir haben das Gefühl, dass das Ding noch nicht mehr so lang durchhält. Also, er ist natürlich auch der perfekte Stauentferner. Oder kann man Polizei? Ich glaube nicht. Ich meine, wer ist hier wieder los? Ja, komm, nee, oder. Na komm, ich hätte es lieber, sonst verliere ich gleich noch. Oh, den einen da. Das. Platz machen, danke. Boah, ist aber ein. Das ist ja ein Terroristenfapper, Alter. Also in falschen Händen. Das ist aber hier. Vielleicht das Ding ja ein Terroranschlag, Alter. Die Mission ist echt so ein halber. Naja, wir haben eben diese Panzer, war es die Mission als auszurotten. Ah, es sieht aber auch gut gemacht aus, ne? Dieses Ding. Solange das keiner gegen mich benutzt, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Haben heute schon die Luft gejagt. Oh, wir sollten echt aufhören, das blinkt, das qualmt schon hinten. Ja. Yusuf, Bro, where you at, man? Over here, man! Where? Up here, motherfucker! Shit, stand back when I pick this thing up! Okay, man. Thanks for everything, bro. You're a fucking diamond. Don't mention it. Ich hoffe, ich konnte damit helfen, deine Pläne zu verwirklichen. Ich
Jetzt müsste der ja offen haben, ne? Nimm kein Taxi. Die hassen mich. Sorry about this. Hold up, honey. Don't grab the goodies now. Please make a U-turn where safe. Also das sind für eine coole und gute Mission, Alter. Die war echt gut gemacht. So, ich würde sagen, wir suchen halt erst jetzt mal die Frau auf, damit wir die Nebenmission immer weg haben. Und dann, ich würde auch ganz gerne M machen. M. Wo ist die denn? Oder ist die gar nicht immer in Ding doch, ne? Oder ist sie? Na, Moment mal, ist die hier außer? Ich habe es falsch gesehen. Ist schon im Casino, im Club sein, ne? Sie ist das. Einfach, was ist denn los? Wo kann der Onkel denn helfen? Luis, how are you, Daisy? You never call me. Sorry, Leslie. Yeah, I'm great, marvelous. Listen, have you got any coke? No, I'm sorry. Not to worry, I don't need it. I more or less stopped doing it now. I only do it at night now. So good to see you, darling. How is darling Terry? You mean Tony? I love that man. Just a shame he's a puff. Yeah, a lot of people say that about us. Anyway, I thought you said you were going back to London. I did. Yes, I did. I came back. I was actually just about to call you when my phone got stolen. Don't worry about it. Well, I didn't know we were being filmed. Was that a fucking hand job? Oh, fucking cunt! What's wrong? My fiancé. Shit! What? Shit! You said that. Oh, my fiancé! Fuck! Listen. God, when you say it out loud, it sounds really awful. And I'm not a slapper. A what? So, anyway, I was really drunk. But anyway, you know Chris Hunt? The gay action star? He's not gay. He's a virile man who takes an interest in personal grooming and likes gladiators. But... yes, he's probably a bender. So anyway, I got off with him, ended up getting taped, and now he's going to leak it online to prove he's straight. That wanker! The classic blind beard. Oh, and if my fiance finds out, I'll be buggered. Oh, please, please, darling, I need your help. Fine. Oh, come on, let's go. Man, I wish we had some coke. Ach, Friedend. You don't know where he is? He's always on that bloody wait till he bleeds and then we should be able to find him. Let me look at that thing. He posted from a bathroom on Meadow Park View. We should head uptown. Da Richtung Nord, okay. Ach du Scheiße, Gott. Ja, dann will ich das noch. He's bleated. Mark has asked me if I hang left or right, and I told him to find out for himself. What could that possibly be? I think he's getting his inner seam measured at a tailor. All Chris's suits are made by that darling little man of Perseus. We should go there.
gut, also ne. Say so. Oh, sugar, that's sweet, but a girl knows. Then maybe I've been hanging out with Tony too long. Or maybe it's you. Is your fiancé gay too? Is that like a fetish for you? Oh, Bertie's had some flings, but he's pretty much 70% hetero, as much as any privately educated Brit can be. Your private schools are like our prisons then. I wouldn't know about that, sweetheart. Another bleat! Oh, bugger! Missed him, did we? Apparently his fingers haven't smelled this fishy since he last crossed over. Good for him. He must be at Squid Row, that budget seafood place. He loves slumming it there for some reason. Ach, du Kacke, ey. Ah, ja, Probleme, ey. Yo, okay. Worst case scenario, the video comes out. You lay low for a while. Maybe get a reality TV show. The new American dream. Some other girls would kill to be in your position. Think of it that way. Enjoy the ride. Good for those tramps. I'm a respectable woman. I've had $200,000 spent on my education. Daddy's got a peerage. Ah, it was Babe of the Month, for God's sake. I don't want to be famous for tossing up some sodomite. Jesus, I need some coke. Fuck! Your fucking Spanish, get me some. Ach du Scheiße, jetzt brauchst du Koks. Na, ganz toll. So blöd ist er da aus. Ach komm. Apparently he's premiering his new movie in Star Junction. Star Junction. Das ist eine lange Nacht. Warte aber schon, dass ich noch was an. I don't know. Something where he beats people up and pretends to be straight. Stand up, I wish it then. Pretty much. They've always been like that, haven't they? Endlich. Chris, you cunting fuck, hand over the tape. Too late, Dolly. You're gonna be famous. Check it. Oh my God! Is that my minge? It's 10 feet high. You really just want to wank? We're not 12. Give me some digits too, baby. 3 of them. Fuck! 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 My life is over. Who's gay now, bitches? See you later, babe. Couldn't have happened to a nicer person. Tolle Mission. Yeah. Okay. So. Wollen wir den am nächsten Mal machen? Ja komm, machen wir am nächsten Mal einen Auftraggeber, das klingt ganz gut, weil dann gehe ich jetzt mal wieder ein bisschen pennen. Ich mache am nächsten Mal dann weiter. Haben wir jetzt die viele Missionen geschafft, Statistiken? 9, oh Gott. Das ist schon echt gut dabei, ey. Können wir jetzt mit einem schönen Wagen starten? Oh Gott! Ernsthaft? Das ist so schön! Ja. Wir können jetzt mit einem schönen Wagen starten. Ach du Kacke, Dame. Der hat mich ja das Glück dermaßen eben. Ja, dann kommen wir schon mit dem Wagen. Der ist auch hübsch.
Der Witz daran ist, wenn man von hier, dann fahren die meisten die nicht. Aber die fahren auch mal ganz genau nochmal rückwärts. Nehmen wir den Wagen hier. Ach du Scheiße. Dann produziere ich morgen weiter, oder wo war davor? Ich muss wieder voll von davor produzieren. Ja, ich mache jetzt nochmal ein kleines Infovideo zu. Denn, ist mal wieder nicht alles kritisch, aber das Problem ist so, ist Sommerzeit. Und Sommerzeit ist auch die Zeit halt die einzige, schöne Zeit auch viel zu unternehmen und so. Und dann bin ich nicht immer am Rechner. So. Ja, aber ich versuche den, Kanal hier und das sollte man. Nein! Danke. War eben mal schon überfahren worden oder besser gesagt zerquetscht worden. Da war ich ja schon immer so und jetzt. Zwei nach Hause. Ich hab keine Lust mehr. Zwei nach Hause. Bin frustriert. Nein, will ich nicht. Weil mich ja nochmal jemand durchlassen würde, lässt mich durch. Ja, du bist doch ein. Du bist doch ein Autofahrer. Du lässt mich durch. Du lässt jemanden, der ins Bett will, durch. Das finde ich gut. So. Ich hier noch zwei Polizei, den ich hier dann mal nicht reinfahre, so, den weichen wir aus, dann weiche ich aus, also ich will jetzt auch gleich schlafen gehen, ich habe morgen nämlich auch wieder was vor, so, und ja, dann ist halt doof, wenn man bis 4.40 Uhr aufbleibt, kann man machen, das ist aber nicht so geil, und Sing 7 muss ich auch aufnehmen, ich leider bei auch etwa Folge 30, ist alles ein bisschen, ja, ich gebe dazu, ist alles ein bisschen. Ich hoffe, deshalb wird alles dann rechtzeitig kommt. Ja, sorry. Ich gebe mir große Mühe. Ich gebe mir wirklich sehr große Mühe. Aber ich kann mich auch nicht in die Luft zerreißen. Wolfenstein Youngblood will auch noch aufgenommen werden. Mal wohl mit Kletter morgen wieder dran wird. Mal gucken. Also, ich werde wieder übelst produzieren. Auch produziere ich sowieso immer. Weil produziert wird ja sowieso meistens. Natürlich bin ich eben noch gestorben. Ja, das passiert mir jetzt nochmal kotzig. Nein, zum Glück passiert mir jetzt nicht nochmal. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, euer Pirate, bis zum nächsten Mal rein. Tschüss, bis bald.